Jetzt am Wort Christian Hafenecker von den Freiheitlichen. Auf der einen Seite sitzt der Bundeskanzler Schallenberg, der über den Impffortschritt, der den Impffortschritt als beschämend bezeichnet, daneben auch gleich noch Israel mitbeleidigt. Auf der anderen Seite sitzt der Minister Mückstein, der sagt, wir sind als Europameister im Impfen und es ist alles in bester Ordnung. Also ich glaube, das allein ist ein Sinnbild dafür, wie es Ihnen so in der Regierung und in der Koalition geht. Und das soll man auch einmal herausstreichen. Auch mir, Frau Kollegin Erasim, geht die Frau Ministerin Köstinger ab, weil sie ist auch eine, die Schuld daran trägt, welches Bild wir da nach außen transportieren. Ich glaube, sie ist auch im Haus nur eine Etage tiefer und sie zählt, glaube ich, gerade nach, ob noch alle Lipizzaner da sind, weil für die ist sie nämlich auch noch zuständig, das nur nebenbei. Aber sehr geehrte Damen und Herren, zurück zum Thema. Ich habe es bereits im Hauptausschuss gesagt, was Sie hier veranlasst haben, Herr Bundeskanzler und Herr Gesundheitsminister, das ist das Öffnen der Büchse der Pandora. Sie haben mit Ihren Maßnahmen gesunde Menschen sperren Sie jetzt ein, Sie brandmarken gesunde Menschen, Sie diskreditieren gesunde Menschen, kriminalisieren gesunde Menschen und erteilen ihnen de facto ein Berufs- und ein Ausbildungsverbot. Und auch wenn es dem Präsidenten Sobotka nicht gefällt, das erinnert mich trotzdem frappant an gewisse Maßnahmen, die in 30er Jahren gesetzt worden sind, und das hat diese Republik nicht verdient. Und noch etwas, Herr Bundeskanzler. Ich durchschaue Ihre Strategie. Sie wollen genau die ungeimpften Personen zum Sündenbock dafür machen, dass Sie versagt haben in der Bundesregierung und vor allem im Sommer versagt haben und eben nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen haben. Sie haben nicht geschaut, dass die Pflegebetten, dass die natürlich, oder die Spitalsbetten, dass die entsprechend erhöht werden. Sie haben nicht dafür gesorgt, dass die Pflegekräfte eine Lohnaufbesserung bekommen und eine Prämie bekommen. Wissen Sie, was Sie in der Zwischenzeit gemacht haben? Sie haben 500 Millionen Euro, die genau in diesen Gesundheitsbereich reingehört hätten, die haben Sie genommen und haben in Medien investiert, um mir eine Meinung zu kaufen in den Medien und um dem Sebastian Kurz eine Weste, der leider nicht da ist, wie immer, die Weste von Sebastian Kurz weiß zu waschen. Das haben Sie mit diesem Geld gemacht und das haben Sie dem Steuerzahler weggenommen. Ein weiterer Punkt, den man auch besprechen muss, ist ein Innenminister Nehammer, der gerade wiederum in Allmachtsfantasien darin schwelgt, dass er jetzt sozusagen alle Landeskriminalämter dazu angewiesen hat, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Es gibt zwei Bezirksstreifen, die Kontrollen machen. Sie freuen sich darüber, dass 15.000 Kontrollen an Personen in Österreich stattgefunden haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist totalitär, das kann man nicht anders bezeichnen. Und ja, ich muss auch dem Präsidenten von Kroatien recht geben, der gesagt hat, das ist Faschismus und das brauchen wir in unserem Land nicht. Das müssen Sie sich gefallen lassen. Es gibt hier im Haus einen Abgeordneten von der ÖVP, den Abgeordneten Hintner, der wirklich tatsächlich gesagt hat, man möge doch Ungeimpfte nicht mehr in den Krankenhäusern behandeln. Herr Kollege Hintner, bis heute habe ich keine Entschuldigung zu dieser unglaublichen Entgleisung gehört. Im Gegenteil, Sie stellen ja damit unser gesamtes Gesundheitssystem in Frage. Wird in Zukunft ein Extremsportler nicht mehr behandelt, wenn er irgendwo einen Unfall erleidet? Wird in Zukunft ein Übergewichtiger nicht mehr behandelt, weil er vielleicht einen Schweinsbraten zu viel isst? Und was passiert mit dem Gesundheitsminister, der gerade rauchen gegangen ist? Vielleicht hat auch er einmal eine Problematik auf der Lunge und würde gern behandelt werden. Der Kollege Hintner ist der Garant dafür, dass auch der Gesundheitsminister dann nicht mehr behandelt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich komme auch schon zum Schluss. Was Sie hier machen mit diesem Lockdown für Ungeimpfte, ist nichts anderes als eine pädagogische Maßnahme an der österreichischen Bevölkerung, ist nichts anderes als eine Gruppe der Bevölkerung dafür verantwortlich zu machen, dass Sie höchstpersönlich versagt haben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist der Grund dafür, warum wir zur Demonstration am Samstag am Heldenplatz einladen, in der Wiener Innenstadt einladen, einfach deswegen, weil es nicht offenbar nicht mehr ausreicht, hier einen parlamentarischen Diskurs mit Ihnen zu führen, sondern ich denke, es ist wichtig, dass auch die Bevölkerung anhand einer starken Teilnahme Ihnen signalisiert, wie groß der Unmut gegen Ihre Vorgehensweise mittlerweile geworden ist. Christian Hafenecker von der FPÖ kritisiert, wie einige seiner Vorrednerinnen von der FPÖ, die Corona-Politik der Bundesregierung. Jetzt erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Und am Wort ist nun der Herr Abgeordnete Alois Stöger.